Wie versprochen, jetzt das Video Dinge, die WWE tun sollte mit James Ellsworth. James Ellsworth. Vor einem oder zwei Monaten kannte man den Typen noch gar nicht. Der ist der aktuelle Running Gag, ein Jobber-Match gegen Braun Strowman gehabt. Und auf einmal wurde er zum absoluten Star. Hat sogar mittlerweile zweimal gegen AJ Styles gewinnen können. Mit der Hilfe von Dean Ambrose, aber egal. Deswegen finde ich es sehr, sehr interessant, mal über James Ellsworth zu reden, was so sein Potenzial ist in der WWE. Man könnte allgemein, wenn man so einen James Ellsworth hat und ihn wirklich ernsthaft etablieren will, was jetzt nicht unbedingt der beste Weg ist, dann könnte man das ähnlich aufziehen wie Heath Slater. Heath Slater, dass der nochmal seriös bzw. insgesamt relevant aufgebaut wird, wie es dieses Jahr passiert ist, das hätte vor zwei Jahren auch keiner mehr geglaubt. Es gab da eine Story um seinen Vertrag bei SmackDown und der wurde eben vom absoluten Verlierer und Underdog zum Champion, zum Tag Team Champion. Er hat sich hochgearbeitet und das ist eine Story, die man auch mit James Ellsworth erzählen könnte. Ähnlich, nicht gleich, man könnte da eine ähnliche Storyline kreieren. Aber ich fände es nicht mal gut, wenn James Ellsworth ein ordinärer, normaler Wrestler ist. Ich finde, da braucht es ein bisschen was anderes. Er braucht einen Unterstützer auf jeden Fall, ein paar Unterstützer vielleicht sogar. Heath Slater hat Rhino, Ellsworth braucht einen Supporter, zum Beispiel Dean Ambrose oder so. Einfach Leute, die hinter ihm stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich lese immer wieder, immer und immer wieder, James Ellsworth ist der neue Daniel Bryan. Und da muss ich dann sagen, Leute, ich nehme euch mal den Wind aus den Segeln. Nur weil er over ist und einen passenden Look für einen Underdog hat, ist er nicht der neue Daniel Bryan. Der neue Daniel Bryan, dazu braucht es viel mehr. Wrestlerisch fehlt ihm dann natürlich einiges. Daniel Bryan ist einer der besten Wrestler der Welt gewesen zu seiner aktiven Zeit. Und James Ellsworth ist zwar in dieser ähnlich beliebten Underdog-Rolle, aber deswegen ist er ja nicht gleich der neue Daniel Bryan. Ich würde ihn ehrlich gesagt nicht groß pushen. Es sei denn, er entwickelt sich halt wirklich krass, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es keine so gute Idee ist, aus James Ellsworth irgendwann einen Intercontinental Champion zu machen. Das passt einfach nicht. Aber er hat auf jeden Fall einen konstanten Smackdown-Spot verdient, weil er so beliebt ist. Und man kann mit ihm natürlich Leute overbringen wie sonst was. Man kann Heels durch ihn pushen, weil das einfach sowas von prädestiniert dafür ist. James Ellsworth als Verlierer-Face, der aber so beliebt ist, dass er gegen Heels gestellt werden kann und die dann quasi overbringt, das ist ja wie dafür vorgesehen. Beispielsweise bringt man einfach eine Fehde gegen The Miz. The Miz besiegt ihn dann im September und da würde ich ihn dann erstmal wieder rausnehmen. Nach dieser Niederlage kann The Miz erstmal gestärkt nach seinem Sieg gegen Ellsworth rausgehen und es ist wirklich ein Sieg, der Bedeutung hat, denn die Leute fiebern ja mit James Ellsworth mit, obwohl er quasi der Verlierer und der Underdog ist. Auf der anderen Seite haben sie dann aber The Miz, den sie nicht gewinnen sehen wollen und wenn der dann gewinnt, funktioniert es natürlich für ihn als Heel in seinem Showing. The Miz gewinnt also mal in diesem Szenario jetzt vorhergesehen im Dezember gegen James Ellsworth und dann würde ich ihn erstmal nach dieser Niederlage, wie gesagt, rausnehmen bis zum Royal Rumble. Beim Royal Rumble gibt James Ellsworth sein Comeback und kommt mit einem Rumble-Spot zurück. Darf das Ding natürlich auf keinen Fall gewinnen, aber irgendwie so einen Comeback-Spot kann man ja bringen. Das würde, denke ich, sehr, sehr gut passen. Mein Fazit dazu, James Ellsworth muss auf keinen Fall gepusht werden. Der ist ein Jobber bzw. ein Enhancement-Talent, wie auch immer man das ausdrücken will. Er ist sehr beliebt und man kann das Booking technisch auch sehr gut nutzen, aber er ist jetzt auch kein IC-Champion. Klar, wenn man es in eine schöne Storyline verpackt, dass er jetzt IC-Champion wird, dann kann man das auch machen, aber an sich ist James Ellsworth einfach im Ring noch lange nicht auf dem WWE-Niveau in Anführungszeichen, das da durchschnittlich im WWE-Kader herrscht. Von daher, ich finde James Ellsworth wirklich cool, aber den großen Push, da würde ich jetzt erstmal abwarten. Aber gut, das sind meine Vorschläge. Schreibt gerne weitere Vorschläge für Dinge, die WWE tun sollte in die Comments. Bis zum nächsten Mal und ciao.